Jetzt gibt's das erste Update meiner kleinen Obstplantage hier draußen. Vielleicht direkt mal hier an, genau vom Gewächshaus. Hier habe ich eine Nektarine. Die wächst wirklich sehr schön. Hier habe ich eine Aprikose. Hier habe ich eine Kaki. Er treibt alles wirklich sehr schön aus. Hier eine rote Stachelbeere. Zuerst sind die Beeren grün, dann werden sie rot. Hier eine Indianerbanane, Entschuldigung, eine Indianerbanane der Sorte Prima. Hat schon ein paar Blüten. Es scheinen auch noch mehr Blüten zu kommen. Hier eine kleine Ananasguave, die so langsam auch wieder austreibt. Ich habe schon gedacht, die ist kaputt. Da kam wirklich lange Zeit gar nichts, aber jetzt wächst sie wieder. Hier habe ich eine Felsenbirne, die schon ordentlich Früchte trägt. Hier habe ich einen Erdbeerbaum, war eher Strauch in dem Fall. Hier eine Feige, die auch gerade wieder austreibt. Hier eine Goji-Beere. Treibt wirklich sehr schön. Hier eine weitere Indianerbanane, die Sorte Overlies. Als gerade auch die da hinten ist auch Overlies. Die mittlere hier ist Sunflower. Und hier noch eine Prima. Hier habe ich noch mal eine kleine Feige und eine weitere Indianerbanane der Sorte Sunflower. Treibt auch sehr schön aus. Hier unten habe ich ein paar Blaubeeren. Dieser kahle Freund hier ist eine chinesische Dattel, die Yu Jujube, spricht man eigentlich Chuchubi aus. Die hat leider alle ihre Blätter verloren, als es letztens nochmal einen Frosch gab. Hier habe ich nochmal ein paar Blaubeeren. Und hier zweimal Stachelbeere. Hier habe ich nun beiden anderen Trauben ausgepflanzt, kleines Gerüst gebaut. Ich denke, es müsste reichen für die zwei. Hier habe ich Mini-Kiwi. Ah, das ist die Sorte Ken's Red. Diese Mini-Kiwi ist Sorte Isai. Hier eine weiße Johannisbeere. Und der kleine hier ist was ganz Besonderes. Nennt sich Cola-Strauch. Also wenn man den so berührt, dann duftet der wirklich wie Cola-Brause. Also kein Witz.
wie Cola-Brause. Hier habe ich eine männliche Bestäubersorte für die Mini-Kiwis. Einfach um den Ertrag zu erhöhen. Hier nochmal einen Ken's Red. Nochmal eine kleine Isai. Falls ihr euch wundert, warum die so kahl ist und die anderen untenrum genauso. Ah, die wurden wirklich extremst von Schnecken zerfressen. Da hätte ich nie gedacht, dass die so auf die abfahren. Hier eine rote Johannisbeere. Und noch eine schwarze. Hier ist nochmal eine Indianerbanane, ein Sämling. Welche Sorte weiß ich gar nicht. Aber der lässt sich auch ordentlich Zeit mit dem Wachstum. Bei dieser Mini-Kiwi handelt es sich um die Sorte Popona, auch eine rote. Und hier noch meine gelben Kiwis, die leider durch den Frost auch total abgefroren waren. Also war nichts mehr zu retten. Aber inzwischen treiben sie wieder schön aus. Hier noch meine letzte der Mini-Kiwis. Das ist die Sorte, die heißt Jumbo. Die sind etwas größer als die normalen Mini-Kiwis. Also von den Früchten her. Ja, so langsam füllt sich's hier. In den nächsten Jahren wird hier alles so zugewuchert sein. Vor allem, wenn die ganzen Indianerbananen hier mal zu großen Bäumen werden. So, ich hoffe, euch hat mein kleines Update hier gefallen. Bis zum nächsten Mal.